Hallo in der Runde, willkommen zu einem neuen Video Sigma 007 Dungeons & Dragons. Ich habe einen riesigen Stapel von Büchern, die ich euch vorstellen will und die ich vor allen Dingen auch teilweise noch überhaupt nicht gelesen habe. Und es werden immer mehr, der Stapel der Schande wächst. Deswegen heute an meinem letzten Urlaubstag wird es endlich Zeit, dass ich ein bisschen was abarbeite. Ich habe für euch dabei Call from the Deep. Ist ein richtig cooles Abenteuer und da schauen wir jetzt gemeinsam rein. Call from the Deep ist von J.V.C. Perry und er hat ganz, ganz viele Sachen gemacht. Insgesamt haben wir hier über 250 Seiten und im Vergleich zu den anderen Büchern, die ich besitze, ist das eines der dickeren. Für den Online-Preis von knapp, ich meine, es sind 35 Euro bzw. 50 Euro, wenn man die PDF dazu nimmt, muss man allerdings noch wissen, dass wenn man die sich aus Amerika bestellt, dazu noch Zoll und Porto kosten, um die 18 bis 20 Euro dazukommen. Das heißt, wenn man es hier irgendwo in Deutschland bekommt, kann ich nur sagen, greift zu. Call from the Deep ist ein Abenteuer, was in der Schwertküste spielt und der Antagonist des Buches ist vorne drauf. Da brauche ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Witzig ist, dass J.V.C. Perry die Idee dazu hatte, bevor Baldur's Gate 3 rauskam. Und ich bin mir nicht sicher, was zuerst da war, der Trailer oder das Buch hier. Auf jeden Fall ist in der Geschichte durchaus ganz viel mit Elitine drin. Bevor wir jetzt in die Geschichte reingehen, muss ich euch natürlich warnen, es gibt Spoiler. Jetzt kommt ein kurzer Überblick darüber, was euch hier drin in dem Buch erwartet. Und dann gibt es dann noch den großen Abschnitt, wo wir genau ins Buch reingucken. Gleich vorweg, wie gesagt, absolute Spoilerwarnung. Wer das noch spielen will, sollte hier nicht weiterlesen. Meine Kritik zu dem Buch gibt es am Ende. Spoilerwarnung geliefert, ab jetzt geht's los. Was haben wir hier? Wir haben hier eine Geschichte, die damit beginnt, dass die Helden angefordert werden, den Absturz eines unbekannten Flugobjekts zu erforschen. Wenig anders zu erwarten ist das ein Nautolith und dieser Nautolith ist aktuell fast leer. Fast leer, ich will nicht zu viel verraten. Ein wenig Recherche fördert zutage, dass es dort ein paar mehr Teufel gab in der Nähe, die etwas rausgenommen haben. Findet man die und besiegt sie, findet man Hinweise darauf, dass es einige große Angriffe geben wird. Und zwar auf bekannte große Städte an der Schwertküste. Baldur's Gate, Neverwinter, sage ich eigentlich die deutsche Version, Neverwinter. Übersetzt eigentlich nicht, deswegen weiß ich gar nicht, wie das ist. Und Waterdeep. Und naja, die Helden sind aufgefordert, dann diese Angriffe abzuwehren, stellen dann fest, ah, das waren alles Piratenangriffe. Dann gehen sie zu einer Piratenenklave, oder besser gesagt segeln dorthin, haben dort ein Nest von Piraten, was sie ausräuchern und finden dann endlich einen Hinweis, wo der Ursprung der ganzen Piratenangriffe herkommt. Und wenn sie dort sind, finden sie den unabwendbaren Hinweis, hier geht es rein in den Endkampf. Zum Endkampf muss man sagen, dass man den großen Antagonisten eigentlich vor dem Enddungeon findet. Und finde ich, ist nicht sonderlich gut gelungen. Wenn ich das Abenteuer spielen würde oder leiten würde, dann würde ich es so machen, dass der Bösewicht erst später zutage gefördert wird. Oder nur eine halbe Kampfsequenz hat und dann feststellt, okay, man muss erst ein paar Sachen machen, ehe man dann davon absieht, ihn weiter zu bekämpfen und dann endlich in den Haupt-End-Dungeon reingeht. Der Haupt- bzw. der End-Dungeon ist knapp 100 Einträge schwer und an sich schön gestaltet. Es gibt drei verschiedene Ebenen, möchte ich fast sagen, aber es sind keine Ebenen, es sind drei unterschiedliche Bereiche des Dungeons, die sich dadurch nur unterscheiden, dass sie eine unterschiedliche Architektur haben von drei verschiedenen Einflüssen, die dort herrschen. Wirklich schön gemacht. Der ganze Aufbau, den J.V.C. Perry hier gewählt hat, erinnert mich an einen sehr guten Aufbau, wie ich persönlich finde, und zwar an Sturmkönigs Donner, das offizielle Abenteuer. Und zwar geht es alles ganz einfach los, wie in Storm King's Thunder. Auch wir haben wunderbare Grafiken. Ich kann leider nicht auf alle eingeben. Ich will euch nicht die ganze PDF spoilern. Aber Spoiler ist ein gutes Stichwort. Wer sich hier nicht spoilern will, der sollte jetzt definitiv weggucken. Wir haben einmal alle NSCs, die auftauchen, zusammen in welchem Kapitel und wo man sie findet und was darüber steht.
Und das ist eine ziemlich lange Liste, möchte ich sagen. Dann haben wir eine Übersicht der NSCs, der Hauptcharaktere mit Bildern und was sie sind, wer sie sind, etc. Eine kurze Übersicht über die einzelnen Fraktionen darf natürlich ebenfalls nicht fehlen. Im ersten Kapitel gibt es dann nochmal einen Abschnitt über Reisen und alles, was dazu gehört, Navigation auf dem Meer etc. In Kapitel 1 gibt es dann auch den ersten Fehler. Ist nicht so sonderlich schwer, wem hier was auffällt. Der sieht einfach G1, 2, 3, 5. G5 soll eigentlich eine 4 sein. Ich hatte JVC Perry angeschrieben und gefragt, hier wird das irgendwann nochmal geändert. Hat er gesagt, nein, er investiert keine Arbeit mehr in diese PDF. Das war es dann auch schon zu Abschnitt 1, was es zu sagen gibt. Wie gesagt, Abenteuereinstieg ist hier so gewählt. Quasi das Präludium Level 1 bis 5, wie man das aus den ganzen Kaufabenteuern kennt. Und dann geht es weiter in Kapitel 2. Kapitel 2 beschäftigt sich dann mit dem Angriff der Piraten auf eine der großen drei Städte. Da haben wir Baldur's Gate, Neverwinter und Tiefwasser. Allen drei ist gemein, dass es neue Locations gibt, auf die ich hier einmal kurz eingehe. Zum Beispiel alte Tempel, Magiertürme und andere Sachen, die für die Kampagne wichtig sind, die dort halt stattfinden, wo der Angriff stattfindet. Heißt, wenn man die Bücher hat, gerade Tiefwasser oder Baldur's Gate, kann man sich da zusätzlich noch schöne neue Locations erarbeiten. Und für das Alte wäre das Beste, glaube ich, was es gibt. Neverwinter Setting aus der 4. Edition, wer sich das online bestellt. Unten auf dem Bezugslink zu dem Buch gibt es das auch. Da kann man dann auch schön die Karte erweitern. Und dann kommen wir auch schon zu meinem Highlight, möchte ich fast sagen, des Buches. Das ist dann Kapitel 3. Und zwar gibt es hier ähnlich wie in Sturmkönigs Donner, wo man komplett über die Schwertküste verteilt Locations findet, wo Sachen passieren können, die wichtig sind, wo man den Norden durchwandert. Ist es hier so, dass man das ähnlich hat? Städte, Locations, die teilweise mit kurzen Questideen ausgestattet sind oder von den Quests aus den einzelnen drei Städten, die man anfahren kann und die vielleicht für das Abenteuer gebraucht sind, wo es überall NSCs gibt, die sagen können, jo, wir sind hier falsch, ihr könnt aber vielleicht da und da Hilfe bekommen. Oder die Antwort auf eure Frage ist das und das. Finde ich richtig gut. Und das erstreckt sich insgesamt über knapp 50 Seiten mit Plänen und wunderschönen Grafiken wieder. Dann kommen wir in Kapitel 4 an. Hier haben wir einmal wieder die Bilder und die Beschreibungen der Piratenkapitäne. Und natürlich auch des Piratennestes. Mehrere Phasen sind das, möchte ich sagen. Die Karten, finde ich, sind alle gebrauchbar und gut. Man kann sie ausdrucken. Teilweise finde ich sie ein bisschen klein. Ausdrucken, ein bisschen größer ziehen oder halt größer abmalen und dann ist das super. Kapitel 5 liefert uns dann schließlich das finale Kapitel. Ich möchte nicht mit dem Bild spoilern, gegen was man da kämpft. Wie gesagt, das finale Kapitel. Die Karte von dem Enddungeon, die ihr hier seht, ist leider auf einer halben Seite und damit für mich ein viel zu klein gewähltes Detail. Also man hätte einfach ein anderes Format wählen müssen, meiner Meinung nach. Wie ich hatte schon gesagt, es sind fast 100 Räume, ähnlich groß wie die Burg von Graf Strath und dementsprechend muss das auch anders grafisch aufgearbeitet sein. Für mich die zweite und letzte Schwäche des Buches. Teilweise Grafikfehler und das hier, diese Karte, da muss man wirklich noch Arbeit reinsetzen. Am besten abfotografieren, größer ziehen, in verschiedene Teile aufspalten und dann zusammenkleben. Ein großes Puzzle. Erinnert nichts daran, dass das super ist. Und man quasi alle vier einmal besuchen muss. Man muss nicht jeden Raum, aber die meisten Räume muss man schon durchgehen. Im Appendix A haben wir dann Zufallstabellen. Mit Erklärung, was damit gemeint ist, wenn man jetzt zum Beispiel Banditen hat, wie die aussehen, was die machen, was die dabei haben und wie die sich vielleicht verhalten, finde ich sehr schön, wie gesagt, ausgearbeitet. Das kann man auch einfach nehmen für normale Abenteuer, wenn man einfach mal kurz zwischendrin einen Encounter haben will und dann einfach guckt, ach komm, hier Banditen, Meerteufel, Delfine, was auch immer. Nicht nur in dem Abenteuer, sondern auch generell. Kann man da einfach mal drauf würfeln und schauen, was dabei rauskommt. Oder einfach durchwälzen und sagen, ich möchte den Encounter haben.
wie gesagt, schön ausgearbeitete Sachen. Im Appendix B haben wir dann schließlich die ganzen Kreaturen. Das sind Subplots aus den ganzen öffentlich bzw. veröffentlichten Bänden, offizielle Sache, teilweise von Kobold Press und auch eigene Monster. Wie ich eingangs schon sagte, gibt es dann für gewisse NSCs verschiedene Statistikwerte für unterschiedliche T-Level, nämlich T1. Dann haben wir hier T2 und schließlich haben wir den guten nochmal als T3. Finde ich, ist eine wunderschöne Idee, dass das direkt mit skaliert und dass man da vor allen Dingen, wenn man ihn nicht direkt am Anfang tötet, ihn später wieder sieht, dass man nicht da erst sich Arbeit machen muss und dann die NSCs hochskalieren muss, sondern dass die halt teilweise schon vorgegeben sind, je nachdem, wann man ihnen begegnet und wenn man sie dann nicht besiegt, wenn man ihnen später wieder begegnet. In Appendix C haben wir schließlich die magischen Gegenstände, da will ich auch nicht zu viel zeigen und nicht allzu viel spoilern. Dann haben wir da noch weitere Schiffsstatistiken, Fernkampfwaffen für Schiffe und wie man die verbessern kann, Tabellen für zufallsgenerierte Namen von Schiffen und Crewmitgliedern, Schiffstypen, Schifffunktionen, kurzum, allein deswegen, wenn man eine sehr nautisch bestimmte Kampagne hat, kann man hier nochmal zugreifen. Also finde ich, ist super dieses Buch. Und die Grafiken. Dann haben wir noch Beispiele für Schiffe und Crewmitglieder. Werde ich aber auch nicht so viel zeigen. Noch ein paar Schiffskarten. Da hätte man sich meiner Meinung nach ein bisschen mehr Mühe geben können, aber das ist auf hohem Niveau. Da gibt es bessere Sachen im Internet. Dann nochmal eine Karte der Schwertküste. Und schließlich Handouts, da zeige ich auch nur die Karte. Und dann final haben wir noch Charakterrassen bzw. spielbare Rassen, die man noch nutzen kann für die Kampagne. Die sind auch aus offiziellen Sachen und teilweise auch aus inoffiziellen Sachen gezogen. Und dann sind wir schon durch mit 260 Seiten. Mein Fazit zu Call for My Deep ist ein sehr positives. Einerseits habe ich auf der einen Seite leichte Schwächen im Buch. Wie bereits angesprochen, dass die Räume nicht so gekennzeichnet sind, wie sie eigentlich sein sollten oder dass einige Sachen teilweise wenig Sinn ergeben oder dass dort absolute Fehler sind im Buch selbst. Das liegt daran, dass es ein Privatmann, der hat keinen Lektor etc., sonst wäre ihm das vielleicht aufgefallen. Auf der anderen Seite habe ich gerade mit dem Schwertküstenband vieles, wo ich sage, hey, dieser Band lohnt sich nicht nur für die, die Geschichte spielen wollen, sondern einfach so viele Locations, die nochmal Raum für Entwicklung bieten, neue Abenteuer möglich machen, insbesondere die neuen Locations in den Städten, sei es nun an der Schwertküste, Baldur's Gate, Neverwinter oder Waterdeep. Hier sind komplett ausgefertigte Gebäude mit einem Geschichtsstrang, den man einfach so in seine Welt übernehmen kann. Genau das Gleiche gilt für das versunkene Schiff, die Nautiloiden, die Piratenfestung, all das kann man einfach rausnehmen und in seine eigene Welt einfügen. Zusätzlich hier nochmal ganz, ganz viele Monster und viele tolle Ideen für Nebenquests, die man wirklich einfach nur greifen, aus dem Buch herausgreifen und in seine eigene Welt hineinsetzen kann. Für mich, wie gesagt, ein sehr, sehr positives Feedback. Ich kann es nur jedem empfehlen. Das Geld ist gut investiert, wer ein langes Abenteuer haben will. Immerhin umspannen wir hier T1 bis T3 und je nachdem, wie viel man am Ende wirklich geschafft hat und wie viele Gegner man besiegt hat, kann man hier bis Level 14 gehen. Ich glaube, 15 war sogar auch möglich, aber 14 auf jeden Fall. Dementsprechend für mich ein absolutes positives Erlebnis, dieses Buch zu lesen. Ich habe es sowohl im Hardcover als auch in der PDF und ich kann definitiv sagen, es macht Spaß. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das Buch kennt, wie eure Meinung dazu ist und ob das Buch was für euch wäre. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.